Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Part von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Der letzte Part liegt tatsächlich schon einige Zeit zurück, ich entschuldige mich dafür. Aber hey, ich bin auch nur ein Mensch. In der Zwischenzeit habe ich euch mit ein paar anderen Videos beglückt, die ihr euch hoffentlich auch angesehen habt, wie zum Beispiel meiner Star Wars 7 Review und auch meinem Video zu Blackbeard von One Piece. Aber genug der Eigenwerbung, wir legen jetzt los. Ich hatte das letzte Mal ein Level gespielt, und zwar war das Flaming Passion 2.0 vom YouTube-User FalkeHNX. Und der gute Falke hat noch ein weiteres Level. Das rätselhafte Massensterben. Ich bin sehr gespannt, wie rätselhaft so ein Massensterben denn sein kann. Und deswegen spielen wir das jetzt. Ah, tatsächlich mal Mario Brothers 3. Das sieht man nicht oft. Oh, da kommt ein... Ich möchte nicht von dir gefressen werden. Ich entschuldige mich, das war dumm. So, hier ist ein R, was auch immer ein R hier bedeuten soll. Das ist eine Tür, da kann ich reingehen. Das hat mir sehr viel gebracht. Tschüss. Tschüss. Oh, ein Wump. Muss ich aufpassen. Ah, da oben sind Eisblöcke. Das ist ja auch gemein, weil... Ach, da muss ich jetzt hier aufpassen, wie ich meine Sprünge time. Ob ich hier auch drüber... Nein, natürlich komme ich da nicht einfach so rüber. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das heißt, ich muss das wahrscheinlich mit Schwung in 1 durchmachen, weil sonst wahrscheinlich ich erstmal runterfalle, weil ich dumm bin. Aber zum anderen reicht wahrscheinlich sonst nicht die Geschwindigkeit aus, wie ich dann auf den Blöcken schlittere. Wow! Das fällt ja runter hier! Oh, jetzt schnell rein hier. Oh ja, sehr gut. Okay. Da ist wieder ein Kettenhund. Da oben dreht sich etwas ganz, ganz schnell. Da muss ich echt fix sein dann. Und ich wette, sobald ich auf diese blaue Plattform da springe, fällt die auch wieder runter. Das ist natürlich ganz schön fies. Aber ich möchte das vermutliche Item haben, was da oben drin ist. Ja, nein! Scheiße! Ah! Ach Mann, ich muss schnell genug sein. Das passt sonst nicht. Ich bin noch vorher auch da drüber gekommen. Was soll denn das jetzt? Ja, fick dich. Zap, zap. Und jetzt nicht. Wow, rein da. So, jetzt muss ich das Ganze ein bisschen geschickter anfassen. Das war überhaupt nicht geschickt. Scheiße. Hüpf, hüpf. So, jetzt aber. Nein! Scheiße. Ach, fick dich doch. Dein Ernst jetzt? Wirklich? Ein Bu? Da ist einfach ein Buhu drin. Mit Flügeln. Da stelle ich mir so die Frage, was will ein Bu eigentlich mit Flügeln? Der kann doch fliegen. Was soll das? Egal. Das heißt also, links ist der falsche Weg. Ich muss wahrscheinlich nach rechts. Da ist aber ein Kettenhund. Und ich kann nur auf den Pfosten von ihm springen, wenn er sich gerade lang macht. Also jetzt quasi. Das heißt, ich muss abwarten, bis er in die rechte Seite springt. Und dann muss ich so schnell sein, dass ich da auf dem Pfosten lande, bevor er sich wieder zurückziehen kann. Ja, das war nix. Scheiße. So, jetzt aber. Ich muss hier ganz vorsichtig sein, damit ich noch ein bisschen Anschwung habe. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gehen darf. Damit ich einfach weiter springen kann gleich. Aber ich muss natürlich auch einen Moment erwischen, wo der Gute sich nach rechts reckt und nicht nach links. Guck doch nach rechts, nicht nach links, Mann.
Ah, nein! Mir schwant noch so etwas anderes. Kann es sein, dass ich doch da oben hin muss, wo der Buhu ist, um dann da oben drauf zu springen? Okay, ich werde jetzt etwas ganz Dummes ausprobieren. Ich werde versuchen, oben links auf dieses Laufband zu kommen, um dann oben auf die Blöcke zu kommen. Um dann hoffentlich mit mehr Anschwung diese Schlucht überwinden zu können. Wünscht mir Glück! Nicht mal ansatzweise! Oh, Mann! Okay, damit ist bewiesen, ich kann es schaffen. Von der Distanz her. Es muss halt nur richtig getimed sein. Wenn ich nicht so ein rappeldummer Junge wäre, ging mir das nicht. Komm schon. Nein, nach rechts. Hallo, nach rechts. Du hast eine 50-50-Chance. Wie schwer kann es sein, nach rechts zu gehen? Nein, und jetzt bin ich zu langsam. Nein, nein. Dich. Ha! Wow, wow, holy shit, das war knapp. Oh, fast, ey, wenn mich jetzt diese Blume getötet hätte, wäre ich ja ein bisschen ausgerastet. Och nö, schon wieder diese Scheißdinger. Ah, nein. So. Fick dich, du scheiß Goomba. Hier rein kann ich nicht. Boing. Nein, ich bin vorbeigesprungen! Ah! Oh Gott, ich bin so unfassbar dumm. Komm schon. Mario, du kannst es schaffen. Du hier allein im Weltraum. Du kannst es schaffen. Das ist fast wie ein Interstellar. Lass dich nicht unterkriegen. Jump! Ah! Wofür steht eigentlich das R? Heißt du vielleicht Robert? Robert, wir spielen heute Mario Maker. Okay, wisst ihr, was das Abgefuckte ist? Ich muss das halt in einem Sprung schaffen. So wie jetzt! Ja, fick dich! Nein! 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 Du verdammter Wump! Ja, fick dich! So, und jetzt werde ich hier nicht in den Scheißbogen springen. Nein. Wo kommt der scheiß Maul? Boah, was ist das denn jetzt? Alter. Was zum... Nein! Was ist passiert? So, Pause. Lasst uns mal kurz innehalten, was jetzt hier gleich passiert. Der Wump kommt gleich runter. Ich kann nicht nach links, ich kann nicht nach rechts. Links ist die Kreissäge, rechts ist der Wump. Wenn ich versuche, über die Schlucht zu springen, kommt entweder eine Piranha mit Flügeln von unten oder von rechts kommt eine Schar Maulwürfe mit Flügeln. Ich muss wahrscheinlich so springen, dass ich an der Piranha vorbeikomme und dann auf den Kopf von einem Maulwurf. Und dann muss ich wahrscheinlich noch die Relativitätstheorie beweisen und dann komme ich auf die andere Seite. Scheiße, Mann. Das wird doch wieder nichts. Ich bin so dumm.
fuck you all. Das geht doch nicht. Okay. Kinders, wir sind wieder hier. Das ist gerade ganz schön eskaliert, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, was hier dran mysteriös sein soll. Massensterben ist es auf jeden Fall, zumindest von meiner Seite aus. aber ich habe gerade eine Idee gehabt. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass mir das was bringt. Denn wer Fragezeichenblöcke mit Buhus und Flügeln darin versteckt, der kann einfach nur so gemein sein, dass es nicht die Lösung ist. Aber ich werde jetzt einfach trotzdem mal versuchen, in die Röhre reinzukommen, aus der die Piranha herauskommt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt sonst nicht vorstellen, wie ich da an der Seite dran vorbeikommen soll. Nein, der scheiß Maulwurf! Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, es hat geklappt! Wait, what? Ah, nein, nein, nein! Oh, ah. Wait, what? Willst du... What? Aber... WTF? Ich sehe doch schon hier unten... auf dem kleinen... auf der kleinen Levelübersicht, dass es doch eigentlich noch weitergeht. Da, ey, das ist doch... Ich guck mir jetzt einfach... Wir gucken uns jetzt einfach mal... wir gucken uns jetzt einfach mal aus Spaß an, was da noch so gekommen wäre. Denn es interessiert mich jetzt echt. Da wollte einem so eine abgefuckte Falle stellen. Okay. Hier das, dann die Tür. Genau, dann kommen wir hier raus. Ah, hier wären anscheinend auch noch irgendwelche anderen Sachen drin gewesen. Was wäre denn da drin gewesen? Was? Nein. Natürlich, noch ein Kettenhund. Was wäre hier drin gewesen? Ich konnte gerade nicht genau identifizieren, was das war. Aber es sah aus wie ein Schraubenschlüsselmaulwurf. Das wäre auch abgefuckt gewesen. Okay, dann hier waren wir. Dann bin ich hier gesprungen und gesprungen und gesprungen. So. Hier bin ich jetzt runter und bin zum Ende gekommen. Hier geht's aber noch weiter. Wie soll man das denn schaffen? Eis. Sobald man hier weg ist, dann kann man hier, glaube ich, gemütlich drauf springen. Oh, ein Feuerstick, wo man auch timen muss mit dem Eis. Dann muss man hier warten. Muss hier auf den Schalter kommen. Muss dann hier wieder rüberspringen. Muss schnell sein. Boah, leck mich doch am Arsch. Das heißt, man muss hier wahrscheinlich das Ding mitnehmen, hier hinpacken, hier hochspringen, um dann hier drauf zu landen, um dann in diese Tür reinzukommen. Are you fucking kidding me? Mal gut, dass ich das jetzt nicht mehr ausprobieren muss oder werde. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ah, dann ist man hier. Wow, holy fuck. What the... Okay. Dann hier noch was. Aha. What? Wie will man denn? Wie willst du denn hier? Pizza go. Ah, I see. Nee, sehe ich doch nicht. Ach, da muss man wahrscheinlich auf die Kugel warten, auf die Kugel drauf, hier rüber, hier runter. Wo kommt man denn dann da hin? Ja, da kommt man hier raus. Und dann ist man auch am Ende. Aber man kommt hier nicht rein. Boah, was wäre ich ausgerastet, wenn ich diesen Weg gegangen wäre. Oh. Ja, manchmal muss man auch einfach Glück haben. Oh. Leute, ich bin jetzt echt einfach nur froh, dass ich zu dumm für mein Glück bin und direkt den richtigen Weg gefunden habe.
Alter Schwede. Ja gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falke, du bist ein gemeiner Hund, dass du solche Level baust. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö.